Moin Moin! Es geht weiter mit Tales of Phantasia. Und wir sind wieder in Oizlied. Das sieht doch cool aus. Meinst du, der Krieg wird Auswirkungen auf Oizlied haben? Welcher Krieg? Meine Mutter erzählte mir, dass Migard drauf und dran ist, in einen Krieg mit Taos zu geraten. Gut, das ist aber gut. Guck dir das an. Da ich momentan Kohle wie Heu habe. Quatsch. Kann ich mir einfach leisten, ein bisschen Essen zu kaufen. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wofür das gut ist. Schafe klingen schon wieder. Coolen Drachenschild. Kostet aber 600. Kaufen wir. So, den Rest verkaufen wir dann. Wir haben insgesamt nur 500 bekommen. Was soll's? Talisman, dieses magische Ding erhöht deine Abwehr um 5%. Kostet aber 2000. Eisenpfote. Eisenschuhe halbieren deine Geschwindigkeit. Super, Ledermann, wo brauche ich das dann? Do-ro-lo-lo-lo. Diese Typen spielen so scheiße. Verdammt, geil ist die Musik, ändert sich. Bin ich wieder weg? Hört man sie nicht. Jetzt hört man sie? Jetzt nicht. So, kommt drauf an, zu wem ich jetzt muss. Guck mal hier rein. Kann es sein, dass ich hier richtig bin? Miranda, bitte decke den Tisch. Wir suchen nach einem Herrn Lester. Kennen Sie ihn? Hm? Na, das hoffe ich doch. Er ist ja schließlich ich. Was möchtet ihr denn? Herr Lester, wir suchen nach einem Weg, Magie zu beherrschen. Na, wenn ich euch das lernen soll, was ich weiß, wird das garantiert nicht billig für euch. Rechnet mit ca. 100.000 Gold, Vorkasse selbstredend. Wie um alles in der Welt sollen wir so viel Geld haben? Soll ich mal farmen gehen? Wenn du es jetzt nicht hast, musst du halt wiederkommen, wenn du es hast, Süße. Nenn mich nicht Süße, klar? Tja, du hast dich eben noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Adnade. Jetzt habe ich zu schnell weggedruckt, sorry. Wir brauchen Magie, um Daos zu besiegen. Und Lenius sagte zu uns, wir sollten sie zu Rate ziehen. Daos? Machst du Witze? Nö, ich mein's tot ernst. Also ohne Bezahlung läuft bei mir gar nichts. Ich kann's echt nicht glauben. Klar, du Idiot. Wenn du nur hören würdest, was du da für eine Scheiße erzählst. Halt's Maul, Zicke.
Du denkst, diese Leute kaum schon... Du denkst, diese Leute kaum und schon vorgaukelst du sie. Du bist echt so ein dummes Arschloch. Wow. Tut mir leid, er kann manchmal einfach so wahnsinnig unreif sein. Das stimmt. Ich will hier die Welt retten und er verlangt... Ja, das macht 100.000. Toll, jetzt muss ich erstmal Leute beklauen, um 100.000 zusammenzukriegen, um die Welt zu retten. Echt schön. Sicherlich werdet ihr jemand anderen finden, der euch das gleiche lernen kann. Was? Wie bitte? Wie kannst du nur seinen Müll über mich erzählen? Ist doch wahr. Du machst auch nicht gerade einen verlässlichen Eindruck auf sie. Wer sagt, dass man sich nicht auf mich verlassen kann? Sie haben niemanden außer mir. Das werde ich dir zeigen. Also hast du deine Meinung geändert? Hm. Bitte helfen Sie uns, Herr Lester. Ihr meint mit euch mitkommen? Ja, bitte. Bitte erläutert mir euer Vorhaben. Ich verstehe, das ist echt ein Ding. Ich weiß, es hört sich verrückt an. Aber es ist wahr, und ohne Magie werden wir Daos niemals bezwingen können. Siehst du meine Ohren? Ich bin kein Elf. Ich bin noch nicht mal ein Halbelf. Ich kann auch keine Magie benutzen. Aber... Aber was? Ich habe eine These. Ich glaube, es gibt auch für Menschen einen Weg, Magie zu benutzen. Deswegen habe ich auch die letzten Jahre damit verbracht, die Beschwörung zu erforschen. Aber tun kannst du es noch nicht. Sei einfach still. Ich denke, wir werden das, was wir brauchen, im langen Tal finden. Pedro und Conan, richtig? Ja, genau. Hier liegen alle möglichen Magiebücher rum. Schaut doch mal rein. Es ist ein Brief. Sehr geehrter Herr Klart, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass heutzutage weder das Wissen noch die Technologie, die für die von Ihnen bestellten Ringe benötigt würde, existieren. Ich habe bereits mehrere antike Schatzsammlungen durchsucht, aber konnte die Ringe nirgends finden. Vielleicht befinden sie sich in den Minen Morias, denn dort lebten die Zwerge. J.R. Atkins. Okay. Okay, den Brief kennen wir. Cool, ich habe Geld gefunden. Tu das sofort zurück, klar? Das ist Klarts Geheimversteck. Mano. Hier ist nichts. Ja, hier liegen überall Magiebücher. Schon mal drei Regale ohne Mist. Die magische Hierarchie Nummer 1. Die Welt der Geister ist im Unterhaus und Oberhaus aufgeteilt. Das Unterhaus besteht aus den vier Elementen der Natur und Lord Maxwell. Magische Hierarchie Nummer 2. Das Oberhaus besteht aus Shadow und Aska. Andere Geister sind unabhängig von keinem Haus zugehörig. Ein alter Zeitungsartikel. Eine antike Magietablette wurde kürzlich in den Minen Morias gefunden. Wissenschaftler Alvanistas haben bereits Untersuchungen durchgeführt. Laut führenden Experten handelt es sich um ein Relikt alter Zwergenkultur. Geister beherrschen. Um eine Bindung mit einem Geist einzugehen, benötigt man einen entsprechenden Ring. Der Elf Leonardo und der Zwerg Aegis erschufen vor langer Zeit mehrere solcher Ringe. Ist doch interessant. Die vier Elemente. Die vier Elemente unserer Welt sind Erde, Wasser, Feuer und Wind. Jedes Element wird durch ein Elemental verkörpert. Definition der Elemente. Erde, Wasser, Feuer und Wind sind die Elemente dieses Planeten. Aber es gibt auch die Elemente Dunkelheit, Licht, Mond und andere. Elemental. In der physischen Welt gibt es Elementale, die die Kraft der Elemente verkörpern. Beispielsweise Wind und Sylph, Wasser und Undine, Feuer und Ifrit, Erde und Gnome. Wenn diese vier zusammenkommen, können sie Maxwell beschwören. Mond und Luna, Licht und Aska, Dunkelheit und Shadow und so weiter. Außerdem gibt es noch Geister, die Elemente verkörpern, die nicht von dieser Welt sind. Das ist ein Comic. Zeig her. Ein Buch mit Zaubersprüchen. Das können wir nicht gebrauchen. Dann müssen wir legen es zurück. Nee, nee. Wir sind nur drauf und dran, Zauber zu suchen.
Na egal. Schauen wir uns unser neuestes Partymitglied an. Klaas. Klaas kann nix. So. Waffe, ein Wälzer. Rüstung, Bernstein, Mantel, Kopfmitre und ein Umhang. Taktik, viele Geister. Auch Beschwörer. Klaas F. Lester, wie nennen wir ihn? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Name für ihn ein. Für so einen Beschwörer. Wie nenne ich dich? Ach komm, nenn man. Mal einfach Jamon. Bitte nicht mehr dieses Gedudel, ich halte es nicht mehr aus. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Okay, für den haben wir nichts. Er ist, glaube ich, so ausgestattet, wie ausgestattet sein soll. Da ist eine Truhe. Und die will ich haben. Hier ist das Inn. Bonbon. Ich würde mal sagen, wir folgen einfach der Karte wieder. Wo sind wir? Das ist das lange Tal. Die Legende sagt, dass hier die Luftgeister leben. Luftgeister? Beschwörung ist die Kunst, magische Geister an sich zu binden. Diese Bindung wird symbolisiert und begründet durch den entsprechenden Ring. Durch einen Ring? Lass uns mal mit dem Mann in diesem Haus reden. Da ist er. Entschuldigung, Sie sind Bart, oder etwa nicht? Wer seid ihr? Mein Name ist Jamon. Ich möchte mit den Luftgeistern eine Bindung eingehen. Das ist im Moment aber nicht sehr empfehlenswert. Seit dem Erdbeben neulich scheinen die Sylphen total verrückt geworden zu sein. Den Berg zu besteigen ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Ich bin nicht in Eile. Außerdem habe ich eine Menge Geld für die Ringe, die ich brauche. Na, du brauchst sie ja anscheinend dringend. Ich werde dir einen Opalring geben. Aber ihr müsst auch etwas für mich tun. Was meinst du mit tun? Vor einigen Wochen verschwand meine Tochter. Ich fürchte, sie hat versucht, den Berg zu besteigen. Alleine? Das ist doch sehr gefährlich für ein kleines Mädchen. Bitte, sucht nach ihr. In Ordnung. Du gibst uns den Ring und wir halten nach deiner Tochter Ausschau. Ihr Name ist Arche. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie trägt ständig langes pinkes Haar mit einem Pferdeschwanz. Sie ist immer gut gelaunt. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Du hast mein Wort. Die Geister sind auf dem Gipfel über der östlichen Brücke. Also gut, halt mal nach einem fröhlichen Mädchen mit pinkem Pferdeschwanz Ausschau. Der Opalring. Ein Magiering. Den gebe ich mal Jamon. Also dann, auf geht's.